Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute reagiere ich nochmal auf ein Video und zwar von Niklas Business heute wieder. Das Video heißt Geld verdienen mit Videos teilen und okay.io. Ich würde sagen, wir gucken uns das Video erstmal an und darauf reagiere ich dann später. Was ich nochmal ganz kurz sagen wollte, ich werde jetzt immer so ein Sternesystem einführen. Das hattet ihr schon auf meinem letzten Thumbnail wahrscheinlich gesehen. Das heißt, ich bewerte die Methoden, die vorgestellt werden oder eigene Methoden, die ich getestet habe, von 1 bis 5 Sternen. 1 Stern ist ganz schlecht, 5 Sternen ist wirklich extrem, extrem gut. Also von den Voraussichtungen, von den Erwartungen, wie viel man mit dieser Methode verdienen kann und auch wie langfristig man das Ganze sehen kann. Unter diesen Faktoren bewerte ich das Ganze immer. Also Faktoren, nochmal ganz kurz gesagt, ist, wie langfristig man das Ganze machen kann, ob das Ganze wirklich Zeit, also sag ich mal, die Zeit wert ist, die man da reinsteckt und wie seriös das Ganze auch noch ist. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier erstmal direkt mit dem Video von Niklas und nochmal ganz kurz, Link ist in der Videobeschreibung zu dem Originalvideo natürlich, das ist natürlich Standard und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an hier mit dem Video. Ich habe hier ein bisschen vorgespult und los geht's. Und letztlich teilen und pro Klick bekommst du dafür Geld. Die große Frage ist aber natürlich, wie bekomme ich Traffic auf meinen Link? Ja, ich habe dir ja schon häufiger mal gesagt, man natürlich zeigen werde. Und zwar eine ganz, ganz besondere Webseite, die heißt Find a Forum. Das klingt eigentlich ziemlich einfach, aber es ist wirklich unfassbar. Und dann dazu irgendetwas in eines der Foren reinschreiben. Denn auf Find a Forum haben wir ganz viele verschiedene Kategorien. Ja, also hier haben wir Gesundheit, Business, Musik, Sport, alles Mögliche, hier Computer, es geht hier ganz weit nach unten und wir haben hier ganz viele verschiedene Kategorien und das Coole ist, wenn wir hier auf irgendetwas draufklicken, beispielsweise Cooking nehmen wir jetzt hier einfach mal, haben wir die ganzen Foren, die es dafür gibt. Wir können einfach auf Visit Forum gehen, werden dann auf das Forum weitergeleitet, können uns dort dann beispielsweise anmelden. Also das ist wirklich unfassbar genial. Ja, wir haben auch. Also nochmal, um das Ganze kurz zusammenzufassen zu der Methode. Wir haben einmal die Webseite okay.io oder okay.io, die sehen wir ja auch. Das ist einfach nur ein Link-Shortener, also wie zum Beispiel Adfly, wie Shrinkern heißen die, glaube ich, genau. Und dann ist halt seine Idee, du nimmst ein YouTube-Video, zum Beispiel jetzt hier zu dem Forum Kochen, shortest dann diesen Link und postest dann diesen Link in dem Forum und hoffst dann sozusagen, dass die Leute da draufklicken auf den Link in dem Forum, um dann damit Geld zu verdienen. Das erstmal nur zur Erklärung, was das für eine Methode ist. Ich würde sagen, wir gucken jetzt hier nochmal ganz kurz ein bisschen weiter und dann kommt meine Meinung. Und uns die einzelnen Foren raussuchen und dort etwas reinposten. Ich bin jetzt mal beispielsweise auch auf Personal Finance gegangen. Hier haben wir auch ein großes Forum, ja, mit 1,3 Millionen Mitgliedern. Könnt ihr auch mal auf Visit Forum gehen. Dann können wir uns das Forum auch mal anschauen und dort könnten wir uns jetzt beispielsweise annehmen. Also 1,3 Millionen Leute allein in diesem Forum, wo es um das Thema Finanzen geht, ja, wie man Geld verdient, sein Geld anlegt und so weiter. Hier kann sich einfach jeder kostenlos anmelden. Und natürlich können wir hier dann diese Links teilen. Ja, auf ein YouTube-Video zu klicken, macht natürlich deutlich mehr Leute, als wenn wir sonst irgendwie einen Bitly-Link oder sowas haben. Natürlich ist dieser Link von ok.io gekürzt, aber das ist kein großartiges Problem. Auch dort klicken dann die Leute drauf. Und ja, dort könnte. Die Frage, wo, wie müsste es halt mal beweisen? Er sagt jetzt gerade, ne, wie gesagt, ich habe euch ein Versprechen gegeben in einem meiner letzten Videos. Ich werde jetzt hier alles hinterfragen. Und hier fange ich jetzt mal direkt an. Und zwar, dann soll das doch mal beweisen, dass die, dass wenn du hier auf die Links draufklickst, oder dass die Leute immer noch auf die Links draufklicken, auch wenn es hier so ein komischer Link ist. Ich meine, wir können hier gerne mal so einen Link erstellen, bei okay.io. Ich schätze mal, dieser Link, der dabei rauskommt, da klickt keiner freiwillig von uns allen drauf. So. Also ich kann gerne mal so einen Link in die Beschreibung packen. Aber so ein Link, da wird keiner draufklicken. So. Das ist schon mal das Erste, was mir auffällt. Hier, dieses Video hat mir weitergeholfen, zu verstehen, ja, wie man sein Geld beispielsweise bewerben. Also, ich schätze mal, dass wir haben jetzt mal hier das Grundthema des Videos verstanden. Nochmal ganz kurz zusammengefasst einfach. Wir haben hier die Seite okay.io. Darauf sollen wir einen YouTube-Video-Link sozusagen verkürzen, dann auf ein Forum gehen, was die Seite, also was zu dem Thema passt. Das Forum finden wir mit Find a Forum.
Das ist aber nur für den amerikanischen Bereich zum größten Teil. Darauf sollst du dann die Links posten und dann auch irgendwie dazu schreiben, das Video hat mir geholfen, auf eine Frage. Ja, ihr habt das Ganze jetzt gerade vielleicht schon ein bisschen rausgehört. Ich bin da ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber. Da bin ich sehr ehrlich. Einfach aus dem Grund, zum einen, es machen, also es, diese Methode wird sehr oft immer vorgestellt und immer sehr einfach vorgestellt, aber ihr kennt es doch selber, wenn ihr irgendwie eine Frage habt oder so in einem Forum und da schickt euch einer einen Link rein und darunter steht dann eine ganz genaue, ausführliche Antwort. Wer geht dann auf den Video oder auf den Link, der ganz komisch ist? Also von OK.io die Links, die generiert werden, ich schätze mal, dass sie nicht, ja, und wenn sie vertrauenswürdig sind. Jetzt sind wir mal ehrlich, was wird hier mit dieser Methode einfach nur wieder beigebracht? Einfach nur in irgendwelche Foren Links reinzuspammen, so. Und ich bin halt ehrlich gesagt kein Fan von. Also vor allem, wir vermitteln hier jetzt einmal gar kein Produkt oder irgendwas, wo ich es noch verstehen könnte. Beispiel zum Beispiel, jemand sucht nach einer Webseite und der sucht halt wirklich nach einem Anbieter, wo du günstig Webseiten hosten kannst. Und du hättest dann sozusagen den Affiliate-Link, dass du, dass der dir dann sozusagen mitverdient, wenn der sich bei der Webseite da anmeldet und da monatlich für bezahlt. Das würde ich ehrlich gesagt noch verstehen. Wenn du, sag ich mal, wirklich, dann würdest du dem etwas, eine Dienstleistung sozusagen entgegenbringen. Du verdienst was, dafür hast du ihm das auch gegeben. Aber hier geht es jetzt wirklich nur darum. Natürlich geben wir den Leuten die Info mit dem Video an sich. Aber die Methode wird nicht funktionieren, dass du hier einen Link teilst und darauf verdienst du dein Geld. Die Methode, die zählt darauf ab. Ich schätze mal, um damit überhaupt 10 € im Monat zu machen, wirst du hier wahrscheinlich 200, 400, 1000 Links in alle möglichen Foren reinspammen müssen. Und sind wir mal ehrlich, es wird niemand von uns, sag ich mal, oder ich würde das nicht machen, wenn ihr es anders seht, gerne in die Kommentare. Aber ich würde nicht jetzt hier hingehen und wirklich mir jeden Text durchlesen auf eine Frage und den dann selber beantworten. Ich würde vielleicht den Namen ändern, aber mehr würde ich nicht machen. Und letztendlich finde ich diese Methode fragwürdig, um ehrlich zu sein. Also, es ist halt einfach nur Link reinspammen. Es ist nichts, wo du wirklich Einnahmen von hast. Also, nichts, wo du wirklich dir die Einnahmen. Sag ich mal, wo du davon ausgehen kannst, dass du Einnahmen hast. Du bekommst pro Linkklick vielleicht mit Glück einen Cent. Vielleicht ist es noch nicht mal ein Cent, sondern eher ein Viertelcent, ein Achtelcent oder so pro Klick. Und dann rechnet das euch mal hoch, wie viele Klicks ihr braucht. So, und natürlich ist auf den Foren hier Traffic, das ist nicht die Frage. Aber wie viele Leute klicken dann wirklich auf so einen Link? Weil es gibt halt schon so viele Leute, die sowas gemacht haben und machen. Und wenn ich in einem Forum eine Frage stelle und dann antwortet mir da jemand drauf, hier, das hat mir dazu geholfen, guck dir das gerne an, dann ist das nicht das Erste, wo ich draufklicke. Vielleicht drücke ich da drauf, wenn es keine anderen Antworten mehr drauf gibt. Aber wenn da wirklich dann einer dabei ist, der mir eine richtige Antwort geben kann in 4 bis 5 Sätzen, dann lese ich mir das doch eher durch, als mir dann da irgendwie auf YouTube zu gehen und mir da ein Video anzugucken. Beziehungsweise, es wird ja dann niemals gesagt irgendwie, oder du, ich müsste das halt in den Text schreiben, hier ist ein YouTube-Video. Andererseits steht da halt einfach nur, dieser Link hat mir geholfen oder dieses Video hat mir geholfen. Dann steht da ein ganz komischer Link. Also, ich würde das ganz gerne mal ausprobieren. Ich öffne einfach mal ganz kurz OK.io. Gib mir 2 Minuten. So, ich habe jetzt hier mal ganz kurz OK.io geöffnet. Ich möchte das jetzt einfach mal gerade ein bisschen gegenchecken. Also, ich habe euch gesagt, wir nehmen die ganzen Sachen jetzt hier mal wirklich auseinander und gucken dahinter. Und jetzt wird das auch gemacht. Ja, an sich haben die wohl ja, 390.000 registrierte Nutzer, ist natürlich ganz cool. PayPal ist auch gut. Da gucken wir uns jetzt mal die Payout-Rates an. Da wir natürlich sagen müssen, wir gehen hier auf den amerikanischen Markt, weil wir darüber ja nur die Webseiten finden. Oder auch hier über den Desktop, über den deutschen Markt. Man bekommt also 4 Dollar pro 1000 Klicks. Oder auf 1000 Views, genau. Ist jetzt die Frage, 4 Dollar, überlegt euch das mal. 4 Dollar pro 1000 Views. Hier stehen natürlich 70 € pro 1000 Views, aber, oder nee, pro 10.000 Views, ja, okay. Wir haben jetzt aber hier 4 Dollar auf 1000 Views. Dann rechnen wir es mir ganz kurz hier noch aus. Wenn wir, dann machen wir es jetzt auch richtig. Ich bin jetzt hier nochmal ganz kurz auf eine Webseite gegangen. Mein Taschenrechner am PC lädt gerade leider nicht. Also, wenn wir 4 Dollar durch 1000 Klicks. Das wären dann 0,04 Dollar pro ein View. Das heißt, es wäre okay, wären ein Viertel Cent. Also, nee, Quatsch, wären ein halber Cent sozusagen.
pro View. Das ist natürlich okay. Aber überleg doch mal, wenn ihr jetzt, sag ich mal, ein Forum was reinschreibt sozusagen, so einen Link reinpostet. Und wir gehen nur mal davon aus, dass jetzt da, sag ich mal, auf einen Link 5 Leute draufklicken. Das heißt, das wären jetzt hier schon mal 5. Da würdet ihr mit einem Link 2 Cent verdienen. Und ihr werdet mit einer Webseite raussuchen oder so und dann Links so und dann Link posten, schätze ich mal 10 Minuten brauchen. Das heißt, ihr würdet pro Stunde 5 Links schaffen. Also rechnen wir das Ganze jetzt mal 6 Minuten. Also mal 60 Minuten, alle 10 Minuten ein Link, also mal 6. Das heißt, ihr würdet dann vielleicht 0,12 Dollar machen. Also vielleicht 12, also wenn ich irgendwo einen Fehler mache, wie gesagt, mein Kanal ist auch dafür da zum Diskutieren. Wenn ihr das Ganze anders seht, dann gerne damit in die Kommentare. Ich möchte euch halt nur wirklich davor bewahren, jetzt irgendwas anzufangen, was halt kein Geld bringt und dann demotiviert seid. Meiner Meinung nach würde ich der Methode hier 1 von 5 Sternen geben, einfach weil es Link-Spamming ist, einfach weil die Sicherheit da ist, dass man keine Sicherheit da ist, dass man überhaupt Geld verdient, da die Seriosität wirklich in Frage gestellt ist, weil man einfach irgendwelche Links irgendwo reinspammt. Man kann natürlich gesperrt werden, das sagt er auch in seinem Video. Man kann, dass man überhaupt Einnahmen generiert, ist halt nicht gegeben. Und letztendlich ist halt keiner froh über eine Antwort irgendwie, das hat mir geholfen, klick auf den Link, sondern jeder ist froh, wenn er da einfach eine Antwort in 5 Sätzen bekommt. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Wenn ihr eine andere habt, gerne dazu in die Kommentare. Nichtsdestotrotz, danke an Niklas Business. Gehen nochmal ganz kurz hier auf den Kanal zurück von ihm. Nichtsdestotrotz, danke für das Video, Niklas Business. Wie gesagt, Original-Link zu dem Video ist in der Beschreibung. Ich gebe dem Ganzen hier 1 von 5 Sternen. Einfach da das Ganze nicht seriös ist, meiner Meinung nach, und auch nicht zukunftssicher oder irgendwas. Deswegen 1 von 5 Sternen. Ich hoffe, dir hat das Video trotzdem gefallen, du hast was gelernt. Wie gesagt, ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber. Ich möchte euch wirklich helfen, gute Methoden zu finden, im Internet Geld zu verdienen. Und diese Methode finde ich nicht gut. Da würde ich keine Zeit für investieren. Da würde ich lieber andere Sachen machen. Das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo von dir freuen. Sonst würde ich erstmal sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.